Joho Leute, willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von Nexomon. Und ja, ihr hört es bereits, es hat sich einiges getan und ihr seht es da oben bereits auch. Ihr seht da oben bei dem Nexocom ein X und bei dem Beute ein Y, denn ab heute spiele ich mit Controller und ihr hört es wahrscheinlich schon, ich spiele nicht am Handy, sondern am PC. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt eine Steam-Version und die habe ich mir gekauft, musste allerdings bis hierhin alles von vorne spielen und ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Bullshit war. Sagen wir es gleich, wie es ist. Aber nun geht es weiter. Ich habe mir auch im Übrigen ein neues Mikrofon bestellt, beziehungsweise schon geholt. Also ich habe es hier gerade bei mir. Also es wird alles sich jetzt ein bisschen verändern und vom Ton wird es hoffentlich auch gehen. Und auch, dass ich laut genug bin. Ich habe die ganze Zeit ausprobiert, nur mein Mikrofon ist jetzt leiser eingestellt für mich privat, weil wenn ich das zu laut einstelle, könnte es passieren, dass ich ein bisschen zu laut habe und dann muss ich ultra laut reden, weil ich sonst nichts mehr höre und das wäre dann halt nicht so gut und deswegen habe ich es ein bisschen leiser eingestellt. Bei mir OBS sagt an, OBS zeigt mir zumindest an, yo, du bist halbwegs im, gelben Bereich. Also ich bin so mittig gelber Bereich. Bei mir beim Mikrofon bin ich ab und zu mal in den roten Bereich. Nicht so stark in den roten Bereich, also, aber egal, lassen wir das. Und es gibt etwas Neues, denn mir ist was sehr Interessantes aufgefallen und das zeige ich euch per Profil. Denn mit der Steam-Version habt ihr die Möglichkeit, alle anderen Avatare, die ihr hier sehen könnt, zu nutzen. Und es sind alle Begleiter freigeschaltet. Liegt daran, dass es keine Ingame-Käufe gibt. Also ihr müsst nichts kaufen, ihr müsst das Spiel einfach einmal normal im Steam Store kaufen und dann habt ihr alle Funktionen freigeschaltet, müsst nichts nachkaufen. Dementsprechend gibt es auch keine Diamanten, aber es gibt dann doch wieder ein kleiner, ja, wie soll ich das sagen? Es ist etwas Schreckliches passiert mit Vivisaat, um genau zu sein. Aber das werden wir noch früh genug sehen. Ich werde jetzt noch eine Weile mit dem Protagonisten rumlaufen, aber ansonsten werde ich öfters mal den Charakter wechseln. Hier seht ihr bereits, das sind die weiblichen. So. Und der Boy ist nach wie vor männlich, soweit ich das gesehen habe. Und das sind auch die männlichen Protagonisten. Hier sind die ganzen Nexomon. Wir kennen ja bereits Mastino, Velokitty, Fanfu. Da kommt auch noch was sehr Interessantes dazu. Angalo, Frumaus, den kann man auf der Route vor Ignitia fangen. Und hier haben wir dann dieses echt noch tolle Ding. Und das, meine Freunde, ist ein legendäres Pokémon quasi. Nennt sich Luhava. Und da kommt auch noch was Interessantes dazu, das werdet ihr alles noch früh genug sehen. Ich rüste es jetzt mal aus und ja, dann gehen wir in diesen Trainerkampf rein und ihr werdet dann auch direkt was sehen. Also wie gesagt, es hat lange gedauert, weil ich alle Monster nochmal auf Level 20 hochtrainieren musste und ja, das hat ein bisschen gedauert. Also ich wusste... Hi. Was bist du denn? Und ihr seht da bereits Kavell. Das kann man auf dieser Route finden, wo man... Also auf dieser zweiteiligen Route, wo es einmal die Bergregion gibt und einmal die Feuerregion.
da kann man dieses Ding bekommen. Also, yo. Damit ihr Bescheid wisst. Und Toka im Übrigen auch. Also, ihr seht schon, ich habe ein bisschen was gemacht. Und ja. Flantly ist auch drin. Und ja. Ich hoffe, ihr freut euch, dass es endlich mit Next One weitergeht. Und auch neue Dinge geschehen. So, ich muss gerade mal gucken. 50 Schaden. Ja, okay, 58. Geht. Oh. Cool. Hä? Was ist das für ein Bug? Habt ihr diesen Bug gerade gesehen? Lol. Was zur Hölle bist du? Oh mein Gott, eine große Schildkröte, was zur Hölle? Oh cool! Es hat funktioniert! War gar nicht mit Absicht! Oh Mann! Ja lol! Oh, da kriegt er dieser eine Begleiter, lol! Wie cool ist das denn? Oh je. Oh je. Auf Toka reinwechseln? Oh shit. Auf Toka reinwechseln war keine schlaue Idee, oder? Du wirst ja wohl nicht sterben. Nee. Komm. Also es hat zumindest 100% Chance. Und warum leckt das hier gerade so ein bisschen? Ich weiß es nicht. Aber das Kavell ist die Vorderentwicklung von diesem Dromedruf, das wir in der Arena bekommen haben. Jetzt können wir, glaube ich, schneller laufen. Oder auch nicht. Hä? Bin ich gerade lost? Denn auf dem PC-Controller ist die Tastenkombination X und Y vertauscht. Und deswegen... Ach so! Ja, moin! Ich dachte, das wären hier diese... Das war das falsche Spiel. Ups. Das war ja der zweite Teil. Ja. Ignorieren wir das. So, wir haben zwei Wege. Einmal diesen Weg und einmal diesen anderen. Wir sollten eigentlich den Leuten helfen. Meint ihr nicht? Ach komm, wir machen einen auf 31. Der Maul. Halt einfach der Maul. Aber cool, wir haben jetzt quasi Turbo-Treter bekommen, ne? Was bist du für ein Spaghetti-Kopf? Spaghetti-Alien-Kopf. LOL! Und ja, hier bekommt man sehr, sehr, sehr viele Feuermonster. Ich wollte jetzt Pokémon sagen, Alter. sehr, sehr viele Feuermonster und... Ich feier's. Wir hatten bisher nur Spunk. Im Übrigen könnt ihr das vor Ignitia bekommen. Ich glaube auch tatsächlich auf dieser Route. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, auf dieser Route gibt's wohl Lazy. Ich meine, wo Lazy gibt's? Ja. Nee, Feuerkopf, dich trainiere ich auf Cam. Oh, Level 17. Schade, dass ich euch nicht umbedanke. Was ist das denn? Was ist das? Hä? Ich möchte nichts. Nein, ich sag das nicht. Nein, 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 das sag ich jetzt nicht. Vergiss es. Aber ich hab's so im Kopf gerade vom Design her, ne? Ja, ich denke, ihr wisst alle, was ich meine. Und manchmal läuft die Codierung ultra kacke irgendwie. Aber das ist. Nur ganz wenig, also in den Black Screens. Also ist es nicht so schlimm. Hoffe ich zumindest. Was geht hier ab? Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand drin? Was ist das?
Was ist da? Hä? Was geht denn hier ab? Wieso komme ich da nicht rüber? Hä? Ach, ich bin doch auch ein Idiot. Beep beep, Project Pixel Kai, Eintrag 115. Die Zeit wird knapp für uns. Als der Omnicron auftauchte, okay, mussten wir schnelle Vorbereitungen für den Pixel Kau Bunker treffen. Wir müssen das Richtige stellen. Das Schicksal der Menschheit liegt auf unseren Schultern. Alter, ist das schwierig zu lesen, Alter. Warum ist das so schwierig zu lesen, ey? Hab ich was verpasst? Warum komme ich an den anderen Dingen? BB Project Pixel Kai Eintrag 377. Um die Lebensbedingungen in Pixel Kai korrekt zu testen, haben wir versucht, das menschliche Leben zu simulieren. Wer kennt's nicht? Wir haben Pixel Kai mit so vielen virtuellen Menschen, wie wir konnten, zusammentreffen lassen. Es hat gut funktioniert. Bis was? Hätte ich das da vorlesen sollen? Nee, passt schon so, ne? BB Projekt Pixel Kai Eintrag 241. Ich glaube, ich hätte das als erstes lesen sollen. Ich bin so ein Horst. Bäume, Berge und Nexomon. Wir haben unser Bestes getan, um Pixel Kai im Bild unserer eigenen Erde darzustellen. Leider ist da noch ein weiteres Ding, das wir im Gemälde abzeichnen müssen. Digga, was geht hier ab? Sind wir etwa in einer virtuellen Welt? Also, noch virtueller als sowieso? Versteht ihr, was ich meine? Nein? Cool, ich auch nicht. Hä, aber was kann ich hier machen? Ich check das nicht. Ich bin zu blöd dazu. Meinst du wie so ein Weichei? Okay, da dich ich ihren Hut haben, da. Da ich ihren Hut haben, da. Also gut, das reicht. Du hast den Job. Da ist ein Item, das habe ich zu spät gesehen. Okay. Hier scheint es noch irgendetwas zu geben. Ich weiß nicht was. Aber ich sammle diesen Trank gerne ein. Dann möchte ich mal gucken, was es hier gibt. Auf dieser Seite. Habe ich das richtig gesehen? Da geht es gar nicht weiter. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das Moment. Oh. Diese Attacke hat mich während des gesamten Trainings so tot getriggert. Du kannst nicht, weil ich werde immer flüchten. Wenn das ein Trainer einsetzt, gut, kann ich nicht flüchten. Aber wenn das so ein wildes Dreckding einsetzt, dann nee, das tue ich mir nicht nochmal an. Und warum gibt es eigentlich nur dieses Feuer-Alien-Spaghetti-Ding hier? Ernsthaft, Leute, guckt euch dieses Design an. Was ist das? Was zur Hölle? Ich frage mich, ob das ganz anders aussieht, denn... nee, das verrate ich noch nicht. Da kommen wir noch dazu. Aber warum ging es da nicht weiter? Hä? Okay, jetzt bin ich maximal verwirrt. Warum zur Hölle ging es da nicht weiter? Das checke ich nicht ganz. Aber gut. Heile mal Kavell. So, ja. Und wo geht's hier weiter? Hallo? Warum gibt's hier so viele Trainerkämpfe? Ja, okay, dann machen wir, denke ich, wenn es da so rumgeht, machen wir so einen Rundkreis, oder? Was meint ihr? Aber vier Monster, Alter. Was?
Wein, Beats. Das Design des Monsters erinnert mich total an eins aus dem zweiten Teil. Oh lol! Magnego, was geht bei dir? Und was ist das? Okay. Weiß ich Bescheid? Danke, dass du mir dieses Wurzel zeigst. Zu gütig. Ich hatte pass mal mein Steinchen ab. Astor. Warum nicht Astor? Oder Esther Felix? Okay, nein. Was kommt jetzt? Siehst du die Weiterentwicklung von Alpoka? Das sieht so aus. Ach verdammt, was mach ich denn gegen dich? Musst du normales Monster. Oh. Nein! Oh bitte, Kavell. Es war so klar. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Was ist das für eine Animation, Alter? Aber Level 15? Warum sind die so... Ich möchte noch nichts sagen, aber die hat halt viele Pokémon. Kann sein, dass das da dran ist, weil in Pokémon ist es ja auch so. Je weniger Pokémon du hast, desto stärker und desto höher gelevelt sind die. Und so kann es ja auch sein. Jetzt gibt es aber Entwicklungen von Kavell. Das müsste sich jetzt zu Dromedruff weiterentwickeln. Zu diesem stehenden Kamel. Oder? Ja. Oder nicht? Doch. Oder? Doch. Komm. Doch. Doch, du wirst dieses coole stehende Kamel. Ja, genau. Das sieht gerade irgendwie voll weird aus. Oder Dromerruf. Dann halt so. Und entwickelt sich Magnego auch noch weiter? Ja. Ich dachte schon, der darf nicht. Weil es so lang gedauert hat. Das hat ein bisschen Angst gemacht, Alter. Aber doch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass jetzt Entwicklungen kommen, die wir schon mal gesehen haben im letzten Part zum Beispiel oder davor dem Part. Kann sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber Magnemyth kennen wir ja eh schon. Haben wir ja aber schon mal in einem Trainerbattle gesehen. Und was ist das denn? Die Alte lässt mich ja jetzt nicht durch zu dem Item oder was? Bleibuster, hi! An der Stelle blende ich mal ein Bildchen ein. Denn ich muss ja jetzt eh wieder zurück und dann kann ich es euch zeigen. So, kleiner Cut, das schneide ich euch alles raus. Das waren eh belanglose Kämpfe. Es hat sich nämlich was im Gegensatz zum Original getan. Ihr könnt es schon sehen. Pflegste hat ein neues Design bekommen. Ja, anscheinend ist es in der Steam-Version so, dass einige Nexomon, die keine Entwicklung besitzen, ein verändertes Design haben. Ich blende euch am besten mal ein paar Bilder ein von den Nexomon, die ein anderes Design bekommen haben. Leider Chameleon nicht. Finde ich schade. Okay. So. Euch beiden schmeiße ich mal jetzt raus hier. Damit wir die anderen auch noch entwickeln können. Hier haben wir Pandicap. Genau. Du hast auch ein neues Design bekommen, habe ich gesehen. Genauso wie du. Wie
gesagt, ich blende euch alles ein. Wenn ich es nicht vergesse. Oh ja, und die beiden habe ich nach Ignitia bekommen, also auf der Route, auf der wir gerade waren, und vor Ignitia. Nach Ignitia, vor nach Ignitia. Also die meisten sind jetzt alle in dem Umfeld zwischen Bergstadt und nach Ignitia. Bei dem ist es tatsächlich schwer herauszuerkennen, aber die Blüte hat sich verändert. Die ist jetzt geschlossen oder so, irgendwie sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass er jetzt ein besseres Design bekommen hat. Ich meine, ich fand das Originaldesign auch schon ziemlich gut, aber ja. Flybuster. Den hat's, glaube ich, komplett weggeschossen. Ah, der Arme. Und was mich extremst gefreut hat, war Fanfu mit einem neuen Design. Und das sieht so heftig aus, Leute. Krass, ey. Ich habe mal die anderen beiden. Und Gnob hat auch ein neues Design, aber ich... Ja, ich weiß nicht. Ist auch nicht so meins. So. Ich muss gerade mal gucken. Genau. Wir möchten immer schon ein bisschen Abwechslung. Klobold dürfte sich auch jetzt bald entwickeln. Und... Oh ja, Turbite. Genau. Eigentlich... Na, ich muss ein bisschen was rausschneiden. Ich hab vergessen zu heilen. Fuck. Nein. Oh Mann. Wie kannst du es wagen? Also, oh ja, richtig. Ihr habt ja schon Luhafa gesehen. Ich kann das erklären. Und zwar ist das ein legendäres Nexomon und dies ist random aufgetaucht auf der Route, direkt auf der Route nach Bergstadt. Es ist random aufgetaucht während des Trainings und ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Es wird aber selten verwendet, also so viel kann ich euch sagen, es ist halt legendär. Wir werden sowieso alle legendären fangen und wie immer 100% machen, damit ihr da Bescheid wisst. Also ihr braucht euch da jetzt nicht irgendwie so denken, yo, der wird das jetzt öfters verwenden. Nein, natürlich nicht, ich hab's halt nur hoch trainiert, um es halt zu haben und ja, damit angeben zu können. Nee, ich weiß nicht. Es kam einfach random während des Trainings und ja, ist halt... Deswegen wusste ich im Übrigen auch den Namen des Begleiters. Ja, nicht witzig, nein. Och, das ist auch nicht witzig hier. Ja. Eigentlich schon wieder zurückgehen, aber komm, wir ziehen noch die anderen hinterher. Let's go. Haben sie verdient. Ich bin gespannt, zu was du dich entwickelst. Dich haben wir aber tatsächlich noch gar nicht gesehen. Hallo? Excuse me? Wie hässlich wirst du? gar nicht so hässlich. Also so ein Robin Hood Eichhörnchen-Ding. Gar nicht mal so hässlich, muss ich tatsächlich sagen. So, und bei den anderen kenne ich die Entwicklung tatsächlich noch gar nicht, also ich bin mal gespannt. Wir machen das jetzt noch hier. Bis ja heute mal ein bisschen länger, aber nicht zu lange. Ja, normalerweise so
20, 25 Minuten. Wir sind jetzt schon ein bisschen drüber, aber... Darf ich jetzt dieses Item einsacken? Nein, darf ich nicht. Was bist du für eine blöde Kuh? Ach, ich sehe auch gerade, dass das von der... Ah, ich hätte gar nicht zurückgehen brauchen. Warum? Ach, verdammt. Ich hab... Das sah von da oben so aus, als würde das da unten liegen. Also als würde man von oben kommen. Ah, okay, wir sind wieder auf der Seite. Ja, gut. Haben wir wenigstens noch einen Kampf mitnehmen können. Oha, der Backsprint von Luava ist ja mal mega geil. okay. Drei Nexomon. Ja. Kindala. Okay. Ich habe im Übrigen Turbite vorne, weil... Entwicklung und weil der anscheinend hier ziemlich gut brillieren kann. Ja. Was ich schade finde, ist, dass jetzt mit dieser Steam-Version Bowish keine neue Form... Da ist Libera. Ich glaube, ich weiß, was für Meme ich nutze. Ich find's halt schade, dass Bowish keine neue Form bekommen hat. Hätte sich gut angeboten. Ich mag es trotzdem, keine Frage, aber ist halt nicht so besonders. Ja? Deswegen wird es auch, sobald wir ein weiteres, zweites Wassermon haben, ausgewechselt. Weil ich wollte jetzt nicht Shirif ständig nutzen. Dürfte ich fragen, was mit dir, Pilz, nicht stimmt? Warum so sad? Gab's nichts bei Magus oder was? Nur haben sie alle deine Freunde gefressen. Kann ich verstehen. Ach, Mann. Toka hat ja leider nichts und der ist total schwach. Ah. Ja. Come on. Was hätte ich da jetzt machen sollen? Naja. Ist halt jetzt so, ne? Kann ich nicht ändern. Oh, schon wieder zwei Wege, ey. Ja, wir gehen... Hey, ich denke nicht, dass wir hier entlang müssen. Meine Karte nach führt dieser Weg zu einem Dschungel. Lass uns zurückkehren. Ich finde diese Vielfalt in dem Game auch so geil. So, erst Bergregion. Erst hat wir Stadtregion, dann Bergregion, jetzt Lavaregion quasi. Und ja, anscheinend kommt dann noch ein Dschungel. Wo ist das Eis? Ich will Eis haben. Ah, hier ist der andere Weg. Ah, verstehe. Aber hier geht's ja auch nicht weiter. Sehe ich das richtig? Hä? Emote? Was willst du denn hier? Was machst du denn hier? Okay, Turbite entwickelt sich weiter. Sollte zumindest. Ja, genau. Auf 20 wollte der eine Entwicklung haben. Das weiß ich noch. Zu was wirst du? Wirst du cool aussehen? Wirst du cool aussehen? Jesus fucking Christ, was bist du denn? Was zur Hölle? Bruder, beruhig dich! Jawohl! Skidarita. Okay. Bruder. Oder Schwester in dem Fall. LOL. Was für ein cooles Design. Ja, tatsächlich. Ich feier's. Viele könnten tanzen, aber ich feier's. So, Klobot dürfte diese blaue Klobot-Version, Klobalt oder wie auch immer der hieß, bekommen. Soweit ich weiß. Na? Wäre witzig gewesen, wenn das die Endentwicklung wäre. Aber vielleicht ist es... Vielleicht ist es ja die Endentwicklung und Dwarsh.
Okay. Ein Drachen, Dino. Ein Drache, ein Feuerdrache, Leute. Cool. Nein, was habe ich getan? Oh, bin ich dumm? Oh mein Gott. Habt ihr gesehen, das war, glaube ich, selten. Ach komm, laber doch nicht. Was soll denn das? Ein Klobot dürfte zu Klobalt werden, genau. Macht's nicht so spannend, ich kenn's doch schon. Oder Klander, genau. So hieß das Ding. Klander, Leute. Komm, wir entwickeln noch die anderen. Es sei denn, Tuka entwickelt sich nicht. Dann lassen wir das. Blendy dürfte das nächste sein, was sich entwickelt. Aber ich möchte diesen Weg hier erkunden. Rudi. Hier geht's ja mega ab. Nein, du. Ah. Ach, Mann. Ah, ist das schrecklich. Genauso schrecklich wie dieser Schlaf. Was zur Hölle? Was soll das? Warum? Bruder. Nee. Junge, ich hab noch 2 Minuten. Nur so weg. Gott. Bitte entwickel dich einfach weiter, sonst war so völlig umsonst. Danke. Das wäre es jetzt gewesen, wenn er sich nicht entwickelt hätte. Oh mein Jesus fucking Christ. Zu was wirst du? Was? Alter. Junge. Oha! Das sieht auch gar nicht so kacke aus. Lol. So kacke sieht das gar nicht aus. Ich habe jetzt was ultra Schlimmes erwartet, weil es ein Käfer ist. Aber es ist gar nicht so schlimm. Lol. Ist tatsächlich mega hübsch. Oh mein Gott, ich liebe es. Was geht da ab? Okay, ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Ich entwickle jetzt noch die anderen beiden. Und dann würde ich sagen, fange ich Trash. Hi. Nein, eigentlich wollte ich sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr diese Neuerung, die ich jetzt gemacht habe, auch cool findet, dann liken, kommentieren, teilen, abonnieren und Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Wywin. Du willst mich hops nehmen, oder? Kann das sein? Ich hab so den Eindruck. Das ist jetzt. Ja, du weißt aber. Machst du jetzt auch mal? Man verdeutet nein. Ist lächerlich. Dankeschön! Ich bin gespannt, was du für den Video. Thank you.
Bum, 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 was wirst du? Wahrscheinlich so eine große Katze. Ja. Oha. Aber diesen Ring, den es vorher am Schwanz oder wo auch immer hatte, ist ja, wird jetzt um den Hals gehen. Oha. Felin. Oder wie auch immer. Cool. Ja, gefällt mir. Toka, du bist der Nächste. Let's go. Mama, du wirst es ja echt schwer haben. Ich bin ja auf den Feuer. Oder auf... Du wirst es echt schwer haben. Ich bin überhaupt nicht bewusst. Hab ich nicht gesagt. Tokas Weiterentwicklung haben wir uns die schlussendlich auch an. Was zur Hölle? Beruhig dich, Bruder. Hallo? Jo, Bila Baker. Cool.